Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. So, und ich glaube, ich werde hier schon wieder... Ja, die wollen schon wieder zu mir hier. So, ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen heilen hier. Was machst du denn hier für Verkränkung? Hau mal ab, du. Sonst gibt's einen auf den Nuss. So, ich wollte mich eigentlich jetzt hier nur mal kurz heilen. Und ich sehe gerade, er hat mir das jetzt nicht markiert, was ich jetzt haben wollte. Da wollte ich jetzt hin. So, und zwar gehen wir da jetzt zu Fuß hin. Ich brauche noch einmal Mutationsproben am Tage. Das ist ja eigentlich kein Problem. Wenn wir irgendwas Cooles finden, dann löschen wir es aus nebenbei. Davon lasse ich mich jetzt mal ablenken. Und des Weiteren, ich möchte ja jetzt auch langsam mal mit den Questen weitermachen. Und ich merke gerade, ich habe auch die vollkommen falsche Waffe gerade drin. Immer noch keine Ahnung, wer sie angegriffen hat? Nee, immer noch keine Ahnung. Da oben drauf soll das sein. Und hier haben wir an und für sich nur eine dicke Explosion, die wir... Ich kann nicht anders. Das zieht einen magisch an, so. Und dann dieses... Boom! Das ist einfach nur cool. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier hochkommen. Wahrscheinlich von hier aus. Hoppala. Jetzt müsste ich mal gucken. Wir müssten dann von hier aus hier rüber. So. Na, das hilft mir jetzt nicht so. Aber das hier. Klettern, klettern, hops. Na, komm schon. Weiter hoch mit dir, Aiden. So, dann sind wir doch hier schon relativ richtig, oder? Jawoll. So, Nightrunner-Versteck. Das gönnen wir uns nochmal. Das fehlt ja hier jetzt noch in unserer Sammlung. Wir sind ja immer noch nicht ganz mit der Stadt komplett durch. Wir werden nochmal gucken, dass wir nochmal woanders hingehen. Zum Beispiel hier hin. Das dürfte in der Nähe sein. Also schauen wir mal, was wir da unten haben. Hab ihn gefunden. Eine Nachtaktivität. Und da sind ganz schön viele fette Viecher drin. Okay. Sagte er und fliegt davon. Sagte er und fliegt davon. Na, hörst du mal auf hier. So, den Overkill finde ich jetzt nicht so Overkill. Weil er ist nur weiß. So, einmal kurz hier rauf. Okay, ich merke schon, da sind sehr, sehr viele unterwegs. Ich sollte hier vielleicht nochmal ein paar Waffen jetzt zerlegen, wieder mal. Besser ist es. Kriegen wir auch nochmal ein paar Dosen und sowas. Teile werden mir lieber. Aber egal, so. Ja, immer diese Peacekeepers. Oh, 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 hier haben wir noch einiges. Lass mich mal durch. Ich sagte, lass mich durch. Sonst rollen Köpfe. Und Hände. Ah, das Schwert macht schon mega Spaß. Es gibt hier schon richtig geile, spaßige Waffen. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken hier. Muss ich raten, bestimmt da oben das alles, ne? Ja. Und ich soll wohl wahrscheinlich von dort aus rübergehen. Höchstwahrscheinlich. Naja, gut. Aber wieso ist das ein roter Funkturm?
Was, dafür hätte ich nicht mal genug Ausdauer, um den zu erreichen. Okay, gut. Deswegen, hier sind auch die Gegner jetzt schon alle ein bisschen stärker, ne? Das sind Stufe 5 Questen hier. Na gut, dann gehen wir mal in die Richtung weiter runter. Ich suche ja eigentlich noch einmal Hexenspuren oder irgendwas, wo ich jetzt halt mal einen großen wegmachen kann oder was weiß ich. Um meine Mutationsproben wenigstens fertig zu kriegen. Dann haben wir wenigstens die nächste Quest fertig. Ich glaube, ich lasse auch das nachts vom Dach schubsen erstmal nochmal aus. Und jetzt habe ich vergessen, auf der Internetseite mir das zuzuweisen. Ha! Da war ja was. Ihr träumt das nur, ihr träumt das nur. Das ist reine Traumgedanken. Der reinste Traum ist das. Mehr ist das nicht. So, hier soll noch mal was sein. Überleg schnell. Genau, überleg schnell. Ach, ihr seid mir auch gefolgt. Ihr seid mir alle gefolgt. Du kriegst erstmal einen Dolch in den Kopf. Jetzt reicht's aber hier. Da sind die mir gefolgt. Na, wenigstens haben sie ein bisschen Geld bei. Da kann ich mir wenigstens wieder was kaufen. Müssen wir echt einen Händler finden, der sowas wie Mohn hat, weil alles resettet ja, wenn wir nur einmal schlafen gehen. Diese Abtrünnigen machen mir eine scheiß Angst. Aber naja. Gut. Irgendwann werde ich bestimmt einen finden, weil ich quatsche ja die meisten eigentlich an. Das dürfte nicht das Problem werden. So, hier haben wir jetzt auch nichts mehr. Können wir mal hier rüber gehen. Wie gesagt, ich laufe jetzt hier einfach nur quer durch die Stadt eigentlich. Am Militär möchte ich jetzt ungern verwenden. Ich glaube, ich sollte mir nochmal Heilpritschen so machen, wa? Hoppala. Die springt natürlich immer direkt auf den Loot. Das war beabsichtigt. Das war beabsichtigt. So, machen wir uns mal Arzneien. Nicht zu viele. Ich mach mal, ich würde sagen, machen wir mal 10. Die sind ja ein bisschen besser, sind zwar noch nicht wirklich aufgewertet, aber es wäre jetzt zu schade, jetzt alles andere zu benutzen. Die gehen auch deutlich schneller als die Einser, die ich immer finde. Das hier ist das letzte Mal, dass ich mit Peres tausche. So, aber ich habe schon Hexenspuren gesehen, das dürften dann auch vielleicht die letzten Hexenspuren sein. Oh, ich kam nicht zurückgewichen. Denn gibt's halt ein Stromschlag. So, seid ihr jetzt fertig? Nein? Jetzt seid ihr fertig. So, gucken wir mal. Das war die Tagesstreife. Da habe ich die Hexen. Ich lasse die Hexenspuren jetzt einfach mal offen, weil wir haben ja eigentlich schon Stufe 6. Wir müssen bald mal deren Questen auch mal machen. Die wollte ich mir jetzt eigentlich eher so nebenbei schon mal hochspielen, damit wir sie dann auch machen können. Aber ich glaube, das muss ich bald mal vorziehen. Gut. 200 in die Richtung. Ah, wenn ich jetzt noch eine Hexenspur sehe, dann gehe ich darauf los. Wenn nicht, dann nicht. Aber jetzt muss ich ja nicht mehr so viel Gegner jetzt hier wegplätten. Gibt's sonst keine anderen Frauen? Nun ja. Was soll ich also tun? Heute ist ein guter Tag, Bürger. Heute ist ein guter Tag. Na, dann nimm erstmal die Wertsachen. Die PKs. Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? So,
Das haben wir im Besser. Das haben wir im Besser. Das mache ich jetzt auch mal weg. Das mache ich auch mal weg. PKs können das wirklich gebrauchen. Naja, denn... Wenn sie es wirklich gebrauchen können... Der Wiederverkauf wird sich lohnen. Das sind 6er Schuhe, die ich selbst ausgerüstet habe. Die hier sind schlechter. Gutes Timing. Jemand hat danach gefragt. Jemand hat danach gefragt. Achso. Gut. Ja, ansonsten zu kaufen... Ist jetzt nichts da. Ich könnte natürlich jetzt ja die Aufputschmittel mir auch selber mal kaufen, wenn er sie jetzt sowieso da hat. Ich danke dir. So teuer sind die nicht. Nehmen wir nochmal Teile mit. Alkohol nehme ich mit. Federn hat er nicht. Du kennst nochmal dich das Reinigungsmittel. Also Geld ist ja wirklich nicht so das Problem, was mir immer fehlt, ne? Gut, das ist noch relativ weit weg. Was ich da wieder mal markiert habe. Ah, düsen wir mal kurz rüber. Machen wir kurz gucken. Ich kann mich nämlich so nicht umdrehen. Irgendwas ist nämlich gerade aufgeprockt, aber es war nicht das, was ich suchte. Denn weiter in die Richtung. Den will ich da jetzt noch aufdecken, bevor wir uns um die nächste Quest kümmern. Du darfst nicht. Lass mich einfach gehen. Es macht halt die ganze Zeit immer Bums, aber nee, das ist nicht das, was ich suche. So. Hier haben wir sogar ein Nightrunner-Versteck. Na komm, hoch hier. Das geht ja so sonst nicht. Aber eben hat es noch nicht geleuchtet. Jetzt ist benutzen. Es gut. Dann ist das kein Problem mehr, oder? Diese Herausforderung kann nur während der Nacht gestartet werden. Möchten Sie die Zeit anpassen? Ja. Töten Sie innerhalb des Zeitlimits so viele Infizierte, wie Sie können. Okay. Das ist eine Quest. Eibeuter und Wurfmesser. Okay. Oh, da war irgendwo noch was anderes. Okay. Na nun, geh doch mal. Komm. Au. So. Oh, ich glaube nicht, dass ich das rechtzeitig schaffe hier. Weil meine Waffe ist wirklich Mist. Das heißt, ich soll das hier wohl wahrscheinlich eher mit Schubsen und ähnliches machen. Ach, das ist ein Pendel. Ja, lauft doch mal alle rein. Was? Das ist wie hypnotisierend für die gerade. Für mich aber auch. Hm. 69, 100. Also ich muss nur 100 erledigen. Das heißt, ich habe jetzt Bronze gewonnen, weil ich einfach nur gekillt habe. Okay. Ja gut, aber das kriegen wir besser hin. Das kriegen wir deutlich besser hin. So. Das waren nämlich schon die ersten 8.
Ich muss hier hinten zum Pendel. Wie aktiviere ich das jetzt? Jetzt. Muss es angucken. Ich muss es nur angucken. One hit. Ich weiß nicht, wie lange das Pendel hält, aber das Pendel ist OP. Die laufen auch immer weiter zum Pendel hin. Okay, wir sind schon bei 60. Oh, ein bisschen Zeit. Einfach immer reinschmeißen. Ich glaube, das Pendel hört langsam auf, wa? Gut, das Pendel hört langsam auf. War hier sonst noch was? Wir haben hier noch eine Schockfalle. Die mir jetzt nicht hilft, weil sie zu weit weg sind. Ich darf da auch noch nicht mal rein. Okay, plus 17. Aber wir sind schon mal weitergekommen. Na komm. Das geht noch besser. Das Pendel verliert also irgendwann immer weiter an Schwung. Das heißt, wir machen es erst so. Stellen uns jetzt hier in die Ecke. Lass mich mal in Ruhe hier. Ich habe gerade meine Waffe verloren. Und warum kann ich das Ding jetzt nicht aktivieren? Das Pendel, das klappt ja. So, vielleicht darf ich sie auch einfach nicht angreifen, damit das Pendel halt nochmal ein bisschen weiter schwingt. Und besser schwingt. Weil das Pendel scheint wirklich das OP-ste zu sein. Muss ich leider auf den rumschmeißen, weil der wollte zu mir. Na, solange es sich bewegt, alles okay, aber es verliert langsam an Pep. Gut. Lass mich doch mal in Ruhe. Wir probieren es nochmal. Jetzt darf ich den Elektrozahn aktivieren. Die sind halt auch nicht blöd, ne? Nur mit Waffen werde ich das nicht lösen können. Mir sonst noch irgendwo eine Waffe? Wir sind jetzt 83. 84 gewesen. So, nochmal starten. So. Na, das war jetzt nicht so gut. Runter mit dir. Ich muss das Pendel schon, glaube ich, vorher aktivieren, damit es genug Zeit hat, schon mal zu schwingen.
Vielleicht klappt das ja so ein bisschen. Warum kann ich jetzt nicht mehr jetzt das machen? So. Gut. Jetzt spawnen hier halt zu wenig. Das ist das Problem. Haben wir hier oben noch irgendwas? Irgendwie müsste es noch besser gehen hier. Hoppala. Ja, na. Das sind ja alles Peacekeeper-Waffen. Au, das tat weh. Das waren jetzt sogar weniger. Es waren jetzt deutlich weniger. Ich habe aber noch eine Idee. Also erstmal Bömmchen. So. Das Ding nehmen wir mit. So. Gut. Lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. So, Elektrozaun aktivieren. Pendel aktivieren. So. Muss ich nur gucken, dass ich... Ach, hier kann ich auch klettern. Na nun... Lasst mich doch mal klettern. Na warte. Und dann ist es auch noch der falsche. Das hat nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, komm. Hier noch irgendwas. Weil warum kann ich jetzt hier die ganze Zeit rumrennen? Ich verstehe schon, was ich machen soll. So, komm schon. Aber es sind dann weniger. Ich soll von hier oben immer werfen. Okay. Okay, okay, ich verstehe. Das heißt nicht runtergehen, sondern oben bleiben und von oben töten. Und währenddessen dann die ganzen Fallen anmachen. Okay. So, nächstes aufheben. Deswegen ist ja auch oben. Ach Mann. Machen wir erst das Pendel an. Immer so ein Spucki. Okay. Das dürfte vielleicht besser hinhauen. Um mal ein paar wegzumachen. Gut. Sind wir bei 61.
So. So, einmal umbringen. Krieg ich das Pendel vielleicht nochmal mit Schwung hin? Wir haben noch 14 Sekunden. Komm, komm, komm. Ich krieg die letzten Punkte nicht hin. Ah, das ist jetzt aber ärgerlich. Gut, machen wir erstmal das Auto. Kann ich dich auch mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Dass er sich hier oben dann immer festhält, das ist nicht richtig. So. Na komm. Da müssen ein paar mehr hin. So, jetzt hier hin. Reicht noch nicht. Und dann mit dir? Stimmt, die Dinger kann ich auch runterschmeißen. Da war ja was. Ich hab die 100. Ich hätte die Waffe noch mitnutzen sollen. Ja, okay, aber egal, ich hab die 100. Wieso sagt der persönliche Highscore, ich hab Gold gemacht, ja? Ah, okay. Ich wollte gerade mich beschweren hier. Okay, das war eigentlich ganz cool. Das war eigentlich ganz cool, aber das war nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Jetzt müssen wir gucken, dass ich hier erstmal kurz Tag einschalte. Ist ja nicht das Thema. Ah, einige Herausforderungen sind ein bisschen knackiger. So, jetzt müssen wir mal gucken. Er sagt mir immer noch, dass es da ist. Das war das gar nicht. Ich dachte früher, dass es nichts Schlimmeres als die Infizierten gäbe. Heute bin ich mir nicht so sicher. Pilger, wir haben Spezies in der Nachbarschaft. Halte die Augen offen. Wieso sagt er denn hier noch ein unbekannter Ort? Warum entdeckt er den denn nicht? Weil ich das so machen muss. Ich stehe direkt davor. Ich stand doch direkt davor. Ah, Mann. Gut. Ja, wir müssten eigentlich auch noch ein paar Laufherausforderungen machen, ne? Haben wir auch noch nicht alle. Gut, aber wir könnten ja jetzt erstmal da zu der Quest rüberlaufen. Das wäre ja, glaube ich, schon mal nicht so verkehrt. So, fliegen wir mal ein Stück.
Ein Stück Luftkurs klappt immer. Und jetzt ist auch noch mal, ja gut, die Quest kann noch einen Moment warten. Probiere ich mal was aus. Okay, das hat nicht geklappt. Ja, aua, lass mich doch auch mal. Okay, 1, 2, ich gebe auf. Da ist er. Genau, dich habe ich gesucht. Und ihr beide habt mich jetzt an Schandtaten mit ihr gehindert. Hab ich sie jetzt noch erwischt? Ich hatte sie noch erwischt. So. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts, ich sehe schon, dass das nichts war. Weil ich lasse mich doch hier nicht von jedem Hans Franz beleidigen. Die Gen. So. Dafür gibst du mir deine Sachen. Alles klar? Haben wohl Gespenster gesehen? Jojo. Bestimmt. Hier geht's nach oben. Gut, dann einmal nach oben und jetzt können wir auch wieder darüber. Weil ich muss ja die Hexen... Habe ich die Hexenspuren jetzt gelootet? Ich glaube nicht, ne? Kopfgeld hat sich nicht erweitert. Seh nur ich das? Wo zum Teufel kommt... Ich seh... Schnute halten. Hau ab. Der hat, glaube ich, gerade aufgegeben, so wie das aussah. So, da komme ich nicht hoch. Da komme ich hoch. So. Ja, ich kann dich hören. So, aber wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.